Und willkommen zurück zu Alan Wake. Ja, unser Haus ist hier gerade flöten gegangen, wo wir gerade drinnen waren und dachten, wir sind sicher. Jetzt müssen wir wohl zur Tankstelle fokussieren. Der Bulldozer war mit dem Büro über die Klippe verschwunden. Ich hoffte, Stucky ebenso, hatte aber nicht vor, hier zu bleiben, um es herauszufinden. Ja, ich glaube, hier will keiner bleiben. So. Wieso ging jetzt die Tür auf? Wollt ihr mich verarschen? Oh nein. Nein, 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 nein. Kein Interesse an euch. Verpisst euch. Mein Schädel brummte furchtbar. Außerhalb eines Schießplatzes hatte ich noch nie geschossen. Und jetzt hatte ich jemanden getötet. Oder etwas. Es gab keine Leiche. Wir hätten es uns sparen können. Weg. Wenn es ein Traum war, war er schmerzhaft real. Was ist das denn? Warum sehe ich dort solche Pfeile? Geht doch bestimmt hier weiter, oder? Scheint so. Oh, die Säge würde ich jetzt so gerne nehmen. Was hat das jetzt gebracht? Ah, jetzt ist das Stromding aus. Aber mich interessiert jetzt, was das Gelbe hier, das Gelbe hieß. Zeig mir hier einen Pfeil hin, dann nach da hinten. Das habe ich bei meiner PS3 auch nicht gefunden. Das Licht meiner Taschenlampe enthüllte schaurige Graffitis. Jemand hatte in ihrer Nähe eine Kiste versteckt. Oh, was ist das denn? Eine Leuchtpistole. Auch nicht schlecht. Hab ich gar nicht gefunden. Wo ich mit der PS3 gespielt habe. Da liegt was. Revolver-Munition. Die nehmen wir natürlich auch immer gerne mit. Der dunkle Wald war der letzte Ort, an dem ich sein wollte. Aber ich hatte keine Wahl. Ich musste zur Tankstelle. Tja, da müssen wir wohl jetzt durch. So, da haben wir schon mal einen. Gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die Typen da auszuschalten? Batterien. So, da oben ist ein Häuschen. Wir müssen hier runter. Ich gehe mal ins Häuschen. Was ist das? Manuskript. Ich sammle die Dinge jetzt einfach nur ein. Abspielen werde ich die jetzt nicht. Ist einfach zu viel Zeitverschwendung. Hier mache ich mal einen großen Bogen drum. So. Ah! Wow! Jetzt war ich aber erschrocken. Was? Was zum Teufel war das? Ja, das frag ich mich auch. Dann geht's halt hier weiter. Was sind die? Als ich unten den Fluss sah, machte irgendetwas in meinem Kopf Klick. Bei mir nicht. Ich erkannte, dass ich ihn überqueren musste. Ich wollte das Wasser nicht einmal ansehen. Haben wir Höhenangst? Das wäre ja was. Wo geht's jetzt hier weiter? Darüber. Oh. Ich hab echt null Plan, wohin ich soll. Was ist das hier drüben? Was ist das hier? Manuskript wieder. Ach Gott. So, rennen wir mal. Was war das denn jetzt gerade? Stucky war immer noch dort draußen. Ja, wir sehen aber nicht. Gehört habe ich ihn auch, aber sehen tue ich ihn nicht. Stucky, wir waren doch Freunde. Lass uns zusammen zur Tankstelle gehen. Warum höre ich immer irgendwelche Geräusche?
Kontrollpunkt erreicht. Yay. Wow, wow. Ist tot, ne? So. Zum Glück lädt sich die Lampe immer auf. Das hat irgendwie einen guten Vorteil. Aber ich denke mal schon, dass wir irgendwann neue Batterien nehmen müssen. Weil es einfach zu viele Gegner werden oder so. Was ist das jetzt schon wieder? Schon wieder solche Zeichen. Hier, nach oben. Wenn ich jetzt schon wieder was anfinde, was ich bei der PS3 nicht gefunden habe, krieg ich noch einen Raster. So, was gibt's denn hier oben? War hier was? Nö. Was soll ich jetzt hier oben? Ah, okay. So. Besessene, Besessene. They taken all filled with darkness. Alles gefüllt mit Dunkelheit. Oder soll ich jetzt hier wirklich rein? Ah, da ist schon wieder so ein Zeichen. Was finden wir jetzt? Oh, Batterien. Batterien. Ah, 16 Stück gleich. Wow. Jetzt kriegen wir immer nur eine. Ich glaube, das war gleich ein ganzer Pack. So, dann gehen wir mal hier wieder runter. Kann der irgendwie runterspringen? Oh, nee, natürlich klettern. Viel fieser wäre das Spiel, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit, während die Lampe hier an ist, die Batterie halt ausgehen würde. Dann würden wir die Batterien brauchen. Und so ist es ja im Moment zum Glück nicht. Wo müssen wir denn? Da hoch? Ah, da oben ist Licht. Also die Treppe war kaputt. Ich musste einen anderen Weg nach oben finden. Ich denke mal auf die hölzernen Dinge. Und wieder Batterien bestimmt. Ja. 20 Batterien. Meine Fresse. Also Gegenstandslimit erreicht. Toll. Später werde ich sie brauchen. 100%. So. Es gab keinen Strom. Irgendwo beim Holzlager musste ein Generator sein. Ich denke mal da hinten. Hier ist schon mal eine Treppe zum Hochlaufen. Und da hinten ist eine. Da ist ja eine. Wow, wow, wow. Boah. Reaktion wie ein Boss. Alter, Alter. Ja, da ist eine Batterie gerade flöten gegangen. Scheiße. Eins, zwei. So. Zum weiteren Weg nach oben gehen. Ah, okay, jetzt kann ich das aktivieren. Oh, und ein Licht. Das ist gut. Das ist gut. Und was ist hier drinne? Gucken wir natürlich auch gleich mal rein. Was gibt's denn hier Schönes? Eine Schrotflinte. Ja, na, hallo. Manuskript. Warum ist die Tür zu? Wollt ihr mich verarschen? Okay. So, auf jeden Fall ist erstmal Licht. Halbwegs sicher. So, Licht. Ja. Ja, was muss ich denn hier jetzt machen? Ich glaube, ich tue das jetzt einfach mal so hin. Ach, wir haben uns eine Brücke gebaut, alles klar. Jetzt weiß ich auch, wozu die Leiter hier war. Mein Gott, ich habe das Spiel schon so lange nicht mehr gespielt. Eieiei.
Und ich finde hier immer wieder neue Sachen. Ja, was war das denn? Ich bin da gesprungen. Alle guten Dinge sind drei. Und ich hoffe, ich schaffe es jetzt beim zweiten Mal. Wünscht mir Glück. Aber das wäre doch schon bald schief gegangen. Ja, aber geschafft. Wir haben es geschafft. Grandios. So, wohin geht's jetzt? Nächsten Kontrollpunkt erreicht. Auf jeden Fall ist er erstmal ein sicherer Ort. Ich war gerade frisch Schrottblindenmunition. Und ich sage euch, was für eine Nacht. Ja, was für eine Nacht. Vermutlich fast alle schon im Bett, aber wenn ihr noch wach seid, schon wieder so ein Ding. Dass ich die Dinger nicht gesehen habe. Leuchtpistole. Ich weiß noch nicht, was die bringen. Falls ihr das wisst, könnt ihr mir gerne was Bescheid sagen. Ich denke mal eher, dass die Viecher dann auf einmal direkt hell gemacht hat, schon wieder. Also war das jetzt hier einfach nur so ein Zeichen. Interessant, was man hier so findet. Manuskripte bis zum Gehtnichtmehr. Hätte ich jetzt schon alle hier vorlesen lassen. Die Tankstelle war nah. Ihr Licht schien einladend durch die Dunkelheit. Hätte ich jetzt hier alle Manuskripte durchlesen lassen, weil die Folge jetzt schon lange zu Ende. Der Monster da kommt gleich danach. Der Stardog ist der Drittbeste. Was labert der? Der macht mir Angst. War das schon wieder so ein Zeichen? Nee. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Was ist hier los? Hinter mir, hinter mir. Au! Nein, 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 nein. Ja, genau. Ja, klar. Vollidiot, ey. Penner, Alter. Safe Heaven. Ja, ihr wollt mich da verarschen, ey. Lampe, bitte. Licht. Ich muss mein Leben auffinden. Dankeschön. Safe Heaven, Mann. Sicherer Platz. Ich glaub's ja nicht. Ich hab absolut keinen Plan, wohin. Absolut kein Plan und das ist bestimmt gleich wieder hinter mir. Nein, vor mir. Ja, danke. Alter, das gibt es doch nicht. Vergiss mich. So. Jetzt können wir auch gleich wieder in mein Plättchen zurückgehen. Geheilt und jetzt geht's wieder zurück. Ich weiß gar nicht wohin. Ich würde mal sagen, einfach da, wo die Viecher herkommen. Safe Heaven, hinter mir. Vergiss es. So, wo war das jetzt? Safe Heaven. Drüben. Wo denn? Hier liegt ein Manuskript, willst du mich verarschen? Hier ist nichts. Habe ich mich gerade hier versehen? Darüber, sagt er. Also doch hier irgendwo. Ach, da oben. Ich höre irgendwelche Geräusche. Ah, hier oben, okay. So. Kontrollpunkt erreicht. Und wir. Ja. Wir haben volle Batterien. So, da wir gerade unseren Kontrollpunkt hier erreicht haben, mache ich hier einen kleinen Cut. Und wir schauen dann mal, ob wir in der nächsten Folge die Tankstelle erreichen. So weit sieht es gar nicht mehr aus. Ist er da hinten? Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, um nichts zu verpassen.
und hier oben bin ich eigentlich sicher. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.